Hallo meine Freunde der Sonne, wunderschönen guten Tag, Modern Warfare Season 2 ist am Start, seit Dienstag kann man sich das wunderschöne Update ziehen und man hat die Modern Warfare Season 2 auf seiner Konsole oder auf seinem PC. Und bevor wir heute mit einer wunderschönen Runde anfangen, würde ich doch gerne mal mit euch zusammen den Battle Pass durchgehen, weil ich sagen muss, der Battle Pass an sich, der erste Battle Pass war ja eher sehr lame. Man hat viel bekommen, ja gut, was soll man in Modern Warfare Battle Pass einbauen, ne? Also man hat viele sinnlose Skins bekommen. Man hat aber auch im Battle Pass 1 auch nicht so schöne Visitenkarten bekommen. Also so Visitenkarten, wo man echt sagen muss, ja, ja, nice to have. Man hat sie einfach. Ja, und wir gucken uns den neuen Battle Pass an. Wir haben in der Season 2 ganz genau 54 Tage, 4 Stunden und 15 Minuten Zeit. Und es sind neue Operator gekommen. Einmal der Operator Ghost, der müsste für die Koalition spielen. Sieht sehr cool aus. Hat was, hat definitiv was. Ja, der müsste für die Koalition sein. Das ist ein neuer Operator, den man über den Battle Pass freischaltet. Und hier hat man, nee, das dürfte kein neuer, doch, Torne müsste, nee, Torne dürfte eigentlich, glaube ich, kein neuer Operator sein. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, das ist nur für ihn ein neuer Skinny Boy. Wir gucken uns dann einfach nochmal später ganz schnell die Operator an. Und bis jetzt, gut, ne, das hat man ja sonst auch immer freigeschaltet. Jetzt kommt schon eine Uhr. Ich denke mal, Zeitreisender. Was gibt die uns an? Gibt die... Ach krass, die gibt uns die genaue Zeit an. Ist das geil, Mann. Ja, eine neue schicke Uhr, die uns die Zeit anzeigt, je nachdem, wie man die Xbox eingestellt hat. Ne? Wenn man natürlich jetzt die Xbox auf, ja, auf ein anderes Land eingestellt hat und eine andere Zeitzone da herrscht, würde ich, denke ich mal, glauben, dass die Zeitzone angezeigt wird. Da ich aber Deutsch normal eingestellt habe, ich würde auch nie auf die Idee kommen, auf Österreich umzustellen, um... indizierte Spiele irgendwie downloaden zu können. Nee, sowas würde ich nicht machen. Also, hier haben wir eine schöne Uhr. Also, das wäre vor allen Dingen auch eine Uhr, die ich mir im Real Life auch nie holen würde. Die finde ich absolut hässlich. Aber man sieht hier die richtige Zeit, digital. Ich denke mal, es wird auch wieder eine analoge geben. Ja, hier haben wir einen EP-Schub. Muss ich ganz ehrlich sagen, die EP-Schubs habe ich nie eingesetzt. Nie. Ich müsste mal ganz kurz gucken. Hier sieht man es auch. Die Token. Ne, ich habe alle Token. Ich habe wirklich alle Token. Weil ich wirklich sagen muss, selbst wenn man, ich bin jetzt nicht der beste Spieler, ne, also wenn ich mit meiner Freundin spiele, da die eine etwas schlechtere KD hat, sind es natürlich für mich etwas einfache Lobbys, dann gehe ich im Durchschnitt auch mit meinen 40, 6, 7 raus oder sowas, ne, oder 40, 10 oder irgendwie so. Aber wenn ich mal alleine spiele, dadurch, dass ich eine relativ okay KD habe, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Lobbys natürlich auch ein bisschen anstrengender. Ich bin jetzt nicht so erinnert, hier, es gibt ja so einen Trick, 5, 6 Spiele hintereinander verlieren, dann kommt man in Bot-Lobbys in Anführungszeichen rein. Finde ich ein bisschen langweilig, finde ich ein bisschen lame, fand ich auch ein bisschen scheiße, dass das so gefeiert wurde. Ich habe es nicht gemacht. Und ja, wenn man ein mittlerer Spieler ist, ein relativ okayer Spieler wie ich bin, nicht gut, aber auch nicht schlecht, dann schafft man das auch ohne die Token, ne? Kommt auch immer drauf an, wie oft man das natürlich spielt. Ich habe jetzt Modern Warfare seit, das letzte Mal habe ich 2 gegen 2 auf meinen Channel aufgenommen. Aber sonst Multiplayer habe ich irgendwie seit 3-4 Wochen null mehr angefasst. Also wenn, erste Aufnahme 2 gegen 2, ihr wisst ja Bescheid. Sonst, ja, packe ich den Multiplayer nicht wirklich an. Und jetzt gibt es einen neuen Bauplan. Wunderbar. Bar, LMG, Charlie, ja, das sind wieder die legendären Baupläne, die ich so nie benutzt habe. Also ich habe meistens die Baupläne dann selber nochmal ein bisschen ummodelliert. Ja, das einzige Coole ist an den Bauplänen immer, dass die Skins so ganz cool aussehen. Der Skin sieht jetzt langweilig aus, aber es gibt so Baupläne, da sehen die Waffenskins ganz cool aus. Also hier jetzt eher weniger, aber man hat halt das drauf, ne, was man so oder so drauf machen könnte, wenn man die Waffe schon so weit gespielt hat. Wenn man die Waffe noch nicht so weit gespielt hat, sind die Baupläne natürlich sehr ideal. Sonst finde ich die Baupläne, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so cool. Hier haben wir die erste Visitenkarte, eine animierte Visitenkarte. Ja, hm. Ja,
Sieht okay aus. Ja, hier haben wir Double Waffen XP. Ist jetzt auch nicht so interessant. Hier haben wir ein neues Emblem. Das zeigt uns, glaube ich, das Level von unseren... Warte mal, jetzt muss ich gucken. Wo steht denn auf, was für ein Level ich bin im Battle Pass? Aktuelle Stufe 0. Achso, okay. Was für ein Level zeigt uns das hier an? Oder soll das einfach nur Season Emblem sein? Also Season 2. Das kann natürlich auch sein. Ja, dann haben wir wieder Knife, ist auch immer dabei. Also da ändert sich nur der Skin, ne? Also der epische Bauplan, mehr ändert sich nicht. Aber das Knife sieht schon ganz cool aus, muss man schon sagen. Aber ich spiele halt nicht so gerne mit dem Messer, muss ich dazu sagen. Ist jetzt nicht so meine Welt. Hier kriegt man die COD-Punkte. COD-Punkte, muss ich ganz ehrlich sagen, für die Leute, das haben die sehr schön gemacht. Das haben die aber ein bisschen abgekupfert, ich denke mal, von den anderen... Ja, man kann schon sagen, von anderen, ich glaube, das erste Spiel war das in Fortnite. Ich weiß nicht, ob es davor schon ein Spiel gab. Also, ihr könnt euch den Battle Pass einmal kaufen und danach müsst ihr den eigentlich nie wieder kaufen. Ich würde auch euch nicht empfehlen, so unbedingt in Shop was kaufen zu wollen, weil der Shop jetzt eher so, okay ist. Wir können gleich gerne nach dem Battle Pass gerne auch mal nochmal in den Shop gucken. Also, spart euch das Geld. Somit habt ihr immer einen kostenlosen Battle Pass, müsst kein sinnloses Geld mehr für den Battle Pass ausgeben. Und ja, es gab mal Skins im Shop, die waren an sich ganz cool, also so ein Skin-Bündel. Da hat man zum Beispiel, ich glaube, das war mit der Kilo, hat man einen blauen Skin gehabt und die Kilo hat blau geschossen. Das sah sehr cool aus, aber ja, es war nice to have, aber braucht man eigentlich jetzt nicht unbedingt. Ne? Also ist jetzt nicht so hammer wichtig. So, hier haben wir wieder XP-Token mal 2, ja. Und jetzt haben wir den nächsten, die DMR Charlie. DMR spielt meine Freundin, also meine Freundin könnte sich den epischen Bauplan mal angucken. Wie schon gesagt, das sind eigentlich alles Sachen, die man so oder so freischaltet. Ich habe das mit dem Bauplan, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, noch nicht so ganz verstanden. Das Einzige ist halt wirklich, wenn man die Waffe noch nicht so weit gespielt hat, dass man schon Ausrüstungsgegenstände freigeschaltet hat, die man sonst halt erst freischalten müsste. Ja, und die Skins sehen natürlich auch hier und da mal cool aus. Der geht jetzt so. Als DMR, ja, ist auch schon eine schöne... okay, hier haben wir wieder einen Talisman. Eine schöne Waffe. Hier haben wir einen Talisman. Gut. Man sieht da absolut gar nichts. Anfängerfehler, ja, Talismänner, ja, ist halt da. Otter, Operator Skin für Otter. Ich glaube, Otter ist, glaube ich, auch neu. Der Operator Otter ist auch, glaube ich, neu. Den schaltet man, glaube ich, na, schaltet man den frei? Also ich weiß, dass Ghost neu ist, definitiv. Und ich glaube, der Maze, glaube ich, heißt der. Toter Winkel, hier haben wir noch Sticker. Sticker finde ich auch immer so, naja. Ja, schön zu haben, aber braucht man nicht unbedingt. Ja, wieder die COD-Points, um, wenn ihr wollt, die zu sammeln und für den nächsten Battle Pass zu sparen. Wieder Waffen-XP, hier hat man Spray, das Spray benutze ich. Also habe ich auch ganz selten gesehen. Ich habe zum Beispiel bei Infiziert, habe ich die Leute gerne mal angemalt. Das ist ganz cool, dass man die Charaktere anmalen kann. Aber sonst war mir das Spray eigentlich auch immer egal. Man hat das auch nie gesehen, dass Leute das eingesetzt haben. Vielleicht würde es bei Battle Royale anders, aber ich denke es mal nicht. Also ja, nice to have, aber okay. Hier hätten wir die erste Gratis-Waffe, die Grau 5,56. Und die erinnert mich ganz stark an eine andere Modern Warfare-Waffe, Call of Duty-Waffe. Ich komme gerade aber auch nicht an den Namen, ne? Ist, war nicht früher die MP7 ne größere Waffe und keine kleine Waffe? In Modern Warfare 2, glaube ich. Also ich habe alle Modern Warfare Teile gespielt, aber das ist schon zig Jahre her. Die erinnert mich an eine andere Waffe, aber sieht sehr schnieke aus. Die werde ich definitiv mal ausprobieren. Mal gucken, wie die so von Handling ist. Damage, per Sekunde und sowas. Mal gucken, wie die da ungefähr abschneidet und wie man die auch aufmotzen kann. Und ob man mit der gut pushen kann, aber ich denke mal schon. Hier haben wir wieder eine Visitenkarte. Ja, nice to have, ne? Hier haben wir wieder COD-Points.
So, Fitti, Schrot, Flinne, Charlie, auch ein sehr schöner Skin. Wieder ein legendärer Bauplan diesmal. Der Skin sieht an sich ganz okay aus. Aber wie schon gesagt, die Sachen kriegt man ja eh freigeschaltet. Ja, aber so von Skin her ganz okay. Ich bin ein absoluter Gegner von Shotguns, muss ich dazu sagen. Ich hasse Shotguns. Ich spiele Shotguns so ultra selten. So, der nächste für Wines oder Wines. Ja, sieht okay aus. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob das alles neue Operators sind oder... Ich glaube nämlich nicht, ne? Ich glaube, das ist zum Beispiel auch kein neuer Operator. Wir können ja mal ganz kurz, als Operator, wir können ja ganz kurz mal gucken. Also Standard logischerweise, Ghost ist neu. Ja, Thorn ist doch nicht neu, siehst du mal. Charlie, Otter, doch, Otter müsste doch neu sein. Okay, Otter ist neu. Talon ist auch neu. Nee, die ist nicht neu. Golem ist, glaube... Boah, ist Golem neu? Boah, wie schon gesagt, ich habe das so lange nicht mal angefasst. Mara ist nicht neu, das weiß ich. Er ist auch nicht neu. Er dürfte auch nicht neu sein. Sie dürfte auch... Er wollte gerade sagen, so wie Alice. Und er dürfte... Wines, weiß ich nicht. Wines müsste, glaube ich, sogar neu sein. Beim Treuebund. Der Minotaure, der ist, glaube ich, nicht neu. Nicht neu. Nicht neu. Nicht neu. Neu. Also er ist neu. Der Maze, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Nicht neu. Winch dürfte auch nicht neu sein. Dürfte auch nicht neu sein. Auch nicht neu sein. Auch nicht neu sein und ist auch nicht neu. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht vertut, darf wirklich nur von Koalition. Ich glaube, das ist wirklich jetzt nur Ghost, Otter, Talon, Otter, Ghost und Maze. Ich glaube, das müssten... das sieht man mal. Kann natürlich auch sein, dass die zwischendurch dazu gekommen sind. Ich weiß es schon gar nicht mehr. So, wo waren wir denn? Wo waren wir denn, Mensch? Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. So, dann müssten wir jetzt bei ihnen... genau. Jetzt waren wir bei ihnen. Ja, weiß ich nicht so ganz, ob das ein ganz neuer Operator ist. Aber muss ja. Den schaltet man ja erst frei. Also muss er ja neu sein, logischerweise. Hä? Macht ja voll Sinn. So, das müsste die MP7 sein. Ja, Mündungsfeuerlauf, FSS-Aufklärung, habe ich eigentlich alles schon freigeschaltet. Ja, das Skin gefällt mir jetzt auch nicht so unbedingt. Und Thermal-Hybrid-Visier, also, nee. Wäsch damit. Wäsch damit. Donnerschädel, ja, neues Emblem sieht jetzt auch nicht so cool aus. Hier haben wir nochmal zweimal XP-Token. Ja, wieder ein Talisman. 30 Minuten für Waffen-XP. Sticker finde ich absolut, ja. Also ich glaube, der Sticker, den gibt es sogar als Graffiti. Ja, Handfeuerwaffe Delta. Die Handfeuerwaffe Delta. Wunderbar. Leichter Abzug ist drauf. Griff, granulierter Griffband. Ja. Wie schon gesagt, Zweibein? Nee, zweifarbig. Ich dachte jetzt Zweibein. Wie geht denn das, Mann? So, weiter geht's. Hier haben wir ein Spray. Wie schon gesagt, benutzt man eigentlich eher seltener oder eigentlich auch gar nicht. Der Wait, er ist die Frage, der... Nee, warte mal, den hatten wir auch freigeschaltet, oder? Ich hab's wieder vergessen, meine Demenzkraft. Ja, ist ein... Müsste, glaube ich, ein neuer Charakter sein, weil wenn das ja jetzt nur ein Skin wäre, wäre das ja ekligste Skin überhaupt. Die MP Golf, die MP5. Twiker, warte mal. Ah ne, die Striker 45, das ist eine neue Waffe. Ja, wird logischerweise eine MP sein, ne? MP, ja. Sieht auch sehr cool aus.
Man kann schon sagen, so eine genmodifizierte MP5, das sagt mir auch irgendwas schon wieder, von irgendein COD, hat aber Munition, sehe ich gerade 540er, ne? Ja, da bin ich mal gespannt. Hier kriegen wir wieder COD-Points und hier kriegen wir die nächste Uhr. Das ist wieder eine digitale Uhr. Die Uhr zeigt sogar an. Das finde ich cool. Das hat was. Ach, nee, was ist denn das mit dem 1.28. Also 28.01. Aber was ist das da oben? Was zeigt das an? Wie viele Kills und Deaths man hat? Also wir haben Donnerstag, 10.47 Uhr. Das stimmt aber auch nie. Also es ist auch... Das finde ich gerade überfragt. Warte mal. PM. Achso, ja, AM. Ja, und das verwechsel ich immer. Ja, das müsste jetzt stimmen, ne? Ja, das stimmt. 13.02. Ja, das ist das Datum. Okay, wunderbar, Mensch. So. Haben wir wieder eine Visitenkarte. Ja, ist immer so nice to have, die Visitenkarten. Aber Scharfschützengewehr Alpha Chroma. Sieht auch sehr cool aus. Hat definitiv was. Zielfernrohr Thermal. Wieso macht man immer wieder Thermal drauf? Ich finde Thermal ist so hässlich. Ich finde Thermal echt hässlich. Aber ja gut, muss jeder selber wissen. Ich mag Thermal nicht. Aber ja gut, das ist nur meine Sache. Doppelte Waffen, EP-Token für die Leute, die es brauchen. Hier nochmal Abwurf-Emblem. Lötbrenner, okay, das ein LMG, Lötbrenner. Munition, hast du 100 Schuss? Oh Mann, Gurt. Ja, okay. Damit spiele ich ja total ungern. Manche haben das auf der Kilo drauf gemacht. Fand ich absolut scheiße. Ich kam damit nie klar. Ich habe auf der Kilo meistens das normale Standardmagazin drauf gehabt. Aber manche haben mit einem Trommelmagazin mit der Kilo gespielt. Das sah übelst cool aus. Dann hatte die Kilo an den Seiten nur zwei Bibos. Das sah irgendwie sehr witzig aus. So, hier haben wir noch einen Talisman. Ja, die Talismaner finde ich immer so. Ist wie bei Apex jetzt. Das gibt es ja in Apex auch Talismaner so. Das ist ja. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber es ist da. Operator Skin D-Day. Okay. Aber für welchen Operator D-Day? Ist das jetzt ein Operator? Ich vergesse das immer wieder. Egal. Ja, der Skin sieht okay aus. Hier haben wir wieder Token. COD-Punkte. Ich glaube ungefähr, wir müssen jetzt bei 500 wieder gewesen sein. Der Battle Pass kostet 1000. Außer man holt die 20 Level noch zusätzlich. Bluthund. Blueprint legendär. Sieht cool aus. Die hat was, die Schrotflinte. Vom Skin her. Was ist denn alles drauf? Griff haben wir drauf. Mini-Reflexvisier, Laser, 5 MW Laser. Mündung, Würgebohrung und Force Tech Geschützlauf. Okay. So, hier haben wir jetzt zweimal XP-Token für eine Stunde. Das ist aber direkt für den Charakter, das ist nicht für die Waffe. Hier haben wir wieder einen Sticker, ja. Wer macht denn auf die Waffe so hässliche Sticker drauf, Mensch? Das macht doch kein Schwein. Habt doch eine Macke, habt ihr. Kampfroboter. Wunderbar. Okay. Sieht auch sehr cool aus, ne? Sturmgewehr Alpha, Epic und Blueprint. Ja, episch. Ich wollte gerade sagen blau, also episch. So, taktischer Vordergriff ist drauf. Schaft ist drauf, Lauf ist drauf und Mündung ist drauf. Aber ohne, also durch Kim und Korn, ohne Visier. Ich bin immer so zwiegespalten, ne? Das Visier macht ja meistens immer Zielgeschwindigkeit runter. Obwohl man sagen muss, beim Rotpunktvisier und sowas merkt man das kaum. Beim Rotpunkt geht das eigentlich noch. Ich sehe da immer keine Unterschiede. Manche Waffen haben ein cooles Kim und Korn, manche Waffen denkt man sich, ach du Scheiße, was ist das für ein Scheiß, ne? Also zum Beispiel die MP5, da kann man auch getrost ohne Visier rumlaufen. Da macht man dafür lieber ein extra Vollmantelgeschoss, also ich mache zumindest ein extra Vollmantelgeschoss oder sowas drauf. Da kann man sich das auch sparen. Hier haben wir wieder doppelte Waffen, XP-Token.
Ghost, das ist wieder ein Spray, was keiner benutzt. Witzigerweise kann ich mal, wenn ich das Spray hier gerade sehe, kann ich euch mal kurz eine witzige Story erzählen. Ich wollte mal, welche Map war denn das? Ich glaube, war das Piccadilly? Ich weiß nicht, irgendeine Map wollte ich mal anmalen. Ich hatte da was geplant, das würde ich in die Teaser, weil ich irgendwie gucken will, ob das noch funktioniert. Und da habe ich so ein 2 Stunden fast, ja okay, 2 Stunden ist übertrieben, 1,5 Stunden habe ich ganze Zeit alles so angesprüht. Sah auch ziemlich cool aus, auf einmal sehe ich, dass schon die erste Hälfte verschwunden ist. Das habe ich aber erst übel spät gesehen. Ich so, hä, wo ist denn die erste Hälfte hin? Ja, und die despawnen dann einfach irgendwann, was sehr schade ist. Sehr schade, ja, hier haben wir die nächsten COD-Punkte. Man sieht, also wir sind fast, ich glaube, wir müssen jetzt bei 600 oder so sein. Kriegsnebel, Visitenkarte, Schwarz-Blau-Golem. Zeig dich mal von allen Seiten hier, Mensch. Ich will das doch mal sehen. Guck nicht so aggressiv, was ist los bei dir? Ja, der riecht Bock, du. Not aus, episch. DMR, für die DMR wird, gibt's schon der zweite. DMR wollen sie jetzt diesmal wieder ein bisschen in den Fokus legen. Gut, also der Skin sieht cool aus, der hat was, definitiv. Ist auch hier so ein Dings drauf, so ein Dingsvisier drauf, dass man switchen kann zwischen Nahkampf und Fernkampf, was ich auch ganz cool finde, obwohl ich das Visier nie umgetauscht habe. Also ich habe das immer meistens auf der Kilo oder MP4 drauf gemacht. Ich habe das aber nie umgeswitcht, ich habe das immer auf Fernkampf gelassen. Oh. Hat irgendwie so trotzdem im Nahkampf funktioniert. So, die Festung. Da haben wir hier jetzt ein Emblem und ein Problem. Okay. Was sind das jetzt? Ein Emblem, ja doch. Hier haben wir wieder 15 Minuten. Zweimal EP-Token. Hier haben wir wieder einen Talisman. Ja. Benzinkanister ist okay. Heißer Klumpen Handfeuerwaffe. Echo. Sieht ganz cool aus, ist sogar ein legendärer Bauplan. Ich finde den Lauf vorne sehr cool, also die Mündung. Sehr witzig irgendwie. Ja. Leichter Abzug, Munition, 13 Schuss Magazin, okay. Und Mini-Reflexvisier. Ja, kann man sich gerne mal angucken. Oder man kann es auch sein lassen. Hier haben wir wieder COD-Points. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich schon bei 800 sein oder so. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir jetzt schon bei 800 sind, aber wie schon gesagt, man kann sich definitiv den Battle Pass. Was haben wir hier nochmal gehabt? I. Sturmgewehr. Ist das die Kilo? Nee, das ist nicht die Kilo, ne? Sieht übrigens cool aus, ne? Mit dem Munitionsverschluss. Irgendwie cool aus, dass er so offen ist. Hat was. Da sind hier eigentlich alles so drauf. Unterlauf haben wir drauf, schafft. Lauf und Mündung, aber Schalldämpfer, das ist ganz gut, aber wie schon gesagt, hier mit der, wenn das die, ist das die Kilo? Ich bin gerade überfragt, wenn sie Kilo ist, man kann mit der Kilo getrost, also das ist schon Visier, Kim und Korn, was eigentlich vollkommen in Ordnung geht, ja, muss jeder für sich selber gucken, ne, zum Beispiel, es gibt so ein paar Waffen, LMGs, ne, also LMGs habe ich eher ungern gespielt. Aber wenn es mal wegen einer Mission sein musste, da habe ich zum Beispiel auch kein Dings drauf gemacht, kein Visier. Und es hat auch relativ okay funktioniert. Ich muss, glaube ich, 20 Kills oder so machen. Jo, wieder ein Operator-Skin. Hier haben wir wieder ein Spray. Wunderbar. Und hier haben wir schon die nächste Uhr. Die Uhr zeigt aber diesmal was anderes an. Die zeigt, glaube ich, an, wie oft wir gestorben sind und wie viele Kills wir gemacht haben. Wie viele Kills wir insgesamt haben, siehst du mal, 17.000 Kills und 12.000 Mal bin ich gestorben. Und das müssten, glaube ich, die Runden-Kills und die Runden-Deaths sein. Und das müssten insgesamt, ich glaube, ich müsste 17.000 Kills haben und 12.000 müsste, glaube ich, sogar hinkommen. Wunderbauer Mensch. So, hier haben wir wieder eine Visitenkarte, hier haben wir wieder für die Schrotflinte. Wieso kommen so viele Schrotflinte und so viele Snipes? Die ganzen Baupläne, die nerven mich. Hier haben wir einen Unterlauf drauf, Visier. Ach du Scheiße, hier haben wir einen, ja, für, ja, Middle Range kann man schon fast sagen. Und Schaft haben wir drauf. Hier mal wieder, was haben wir gesagt? Wir gehen von 800 aus, jetzt hätten wir 900, wenn es stimmen würde.
Hier haben wir noch ein Problem, haben wir hier noch. Hier haben wir noch doppelte Waffen. XP, hier haben wir noch einen Talisman. Ja, okay. Nice to have, ne? Muss man jetzt nicht unbedingt haben. Achso, hier ist der nächste Azur. Für Azur hier haben wir einen Operator-Skin selten. Ja, sieht ganz okay aus. Obwohl man beim Ego-Shooter immer sagen muss, so die Skins, ja. Sieht man eh nicht. Den eh nur die Gegner. Wenn überhaupt. Also ich gucke jetzt auch nicht da. Oh, guck mal den Skin da an, Mensch. Eieieiei. Sauger. Die wunderschöne MP Alpha Legendär Bauplan. Sehr eklige Munition. Die Trommel würde ich definitiv runterbauen. Den Rest kann man eigentlich so lassen. Den Rest kann man wirklich lassen, aber die Trommel würde ich austauschen gegen ein normales Magazin. Den Rest könnte man eigentlich sogar so lassen. So, frei. Total schön. Hier haben wir wieder XP-Token. Aber wie schon gesagt, man muss aber auch dazu sagen, das habe ich zum Beispiel jetzt auch vergessen. Das darf man auch nicht vergessen, dass die sehr oft Double-XP-Wochenende machen. Für Waffen und für Charaktere. Also für sein normales Level. Und ja, für die Leute, die es kaum spielen, ist es natürlich total schön. Aber sonst braucht man es eigentlich nicht. Komm wieder ein Bauplan für die Schrot. Ne, DMR. Für die DMR. Ach, die sieht geil. Die sieht echt cool aus. Die DMR. Die hat was. Nicht schlecht. Herr Specht. Hier haben wir wieder eine Visitenkarte in Graben. 45 Minuten. Wie viel Token man hier hinterher geschmissen bekommt. Hier haben wir wieder ein Emblem. Also ein Problem. Zane. Für ihn nochmal. Oder. Ja, sag mal Zane, ich weiß nicht. Für ihn nochmal, der hat gerade, hat er die, ich glaube, der müsste die Kilo in der Hand haben. Ja, sieht okay aus, der Skin. Sieht okay aus. Oh, mal jetzt für einen Revolver. Ach du Scheiße, der Griff hinten. Der Griff, was ist denn das für ein Griff, Mensch? Ich versehe. Was ist denn das für ein Schaft? Ja, leichter Abzug ist wieder drauf, ein Lauf ist drauf, Mündung ist drauf und ein Visier. Holo, ne? War es, glaube ich, ein Holo-Visier. Na komm, zeig nochmal. Ja, ein Holo-Visier. Also das Holo-Visier würde ich austauschen. Abzug könnte man, Lauf kann man drauf lassen. Die Mündung kann man eigentlich auch drauf lassen. Und einen Griff würde ich austauschen. Definitiv. Dativ, Akkusativ. Jetzt haben wir, ja, jetzt wären wir schon bei 1000. 15 Minuten Double XP. Sturmgewehr. Das ist, das ein neues Sturmgewehr? Sturmgewehr Juliet. Ist das ein neues Sturmgewehr jetzt? Das ist kein Sturmgewehr, Mensch. Sieht aus wie eine MP. Hör auf zu lügen, Mensch. Ja gut, Schaft ist 100, deshalb, ne? Ich glaube, mit Schaft sieht das Sturmgewehr schon mal ganz anders aus. Lauf ist drauf. Laser. Bin ich immer so am Überlegen. Laser mache ich eigentlich sehr ungern drauf. Man hat natürlich den Vorteil mit Zielgeschwindigkeit. Dass man besser meistens auch noch aus der Hüfte schießen kann und noch was. Aber der Nachteil ist immer, außer beim ersten Laser, dass die Gegner den Laser sehen können. Naja, und dann gibt es so Kack-Idioten, die 5 Stunden in der Ecke gammeln in meinem Team. In irgendeine Ecke visieren und sich wundern, wieso die ganze Zeit gesehen werden. Weil die einen scheiß Laser drauf haben. Macht den scheiß Laser runter. Ja, hier haben wir wieder Sticker. Das ist frei für die Leute, die sich... übrigens, ja genau, man muss nie unbedingt den Battle Pass holen. Man kriegt hier auch ein paar Sachen geschenkt. Scharfschützengewehr Alpha Stoßzahn. Sieht auch ganz cool aus. Munition würde ich definitiv ausbauen. Fokus müsste, glaube ich, sein, dass man den Atem besser, also länger anhalten kann. Das ist okay, das kann man drauf lassen. Den Schaft kann man auch drauf lassen. Das Visier könnte man austauschen und den Lauf könnte man an sich auch drauf lassen. Also Munition würde ich definitiv austauschen. Das extra Fokus würde ich auch noch austauschen wollen. Jo, Mensch. Hier haben wir für ihn wieder einen Skin. Ja. Wie schon gesagt, die Skins müssen ja auch nicht atemberaubend aussehen. Hier haben wir wieder Punkte. Also wir werden jetzt, ich glaube, wir müssten bei Punkten schon längst bei 1000 sein. Wieder eine Visitenkarte. Eine Uhr, die eigentlich ganz cool aussieht. Donnerstag, 14.13 Uhr jetzt schon. Guck mal, wie lange wir dafür gebraucht haben. Und man sieht sein Emblem, was man gerade aktiv hat. Das ist auch ganz cool. Ja, die Uhr an sich würde mir trotzdem nie gefallen.
Ja, hier haben wir wieder ein Emblem. Hier haben wir wieder ein LMG. Okay, ein LMG mal wieder. Griff ist drauf, schafft. Visier, Holovisier. Hm. Gut, spiele ich nicht so gerne mit. Würde ich vielleicht sogar, wenn man ein Visier unbedingt drauf haben möchte. Ich gehe ganz gerne auf Rotpunkt, weil Rotpunkt kann ich mir am besten mitspielen. Laser würde ich auch unterbauen. Dafür würde ich vielleicht einen Lauf draufpacken und den Rest kann man eigentlich drauf lassen. Sieht aber ganz cool aus. Vor allem mit dem Skin. Jo, hier haben wir wieder einen Talisman. Ganz okay, ne? Für den neuen Operator direkt und seinen Kopf als Talisman. Hier haben wir wieder Punkte. Hier haben wir wieder einen scheiß Sticker, die eh keinen Schwanz benutzt. So, und jetzt haben wir für Ghost einen legendären Skin. Ich sehe da keinen Unterschied, aber gut. Und ich glaube, da müsst ihr immer noch die Kilo in der Hand haben. Ich sehe da absolut keinen Unterschied, aber egal. Der ist da, der Unterschied. Totengräber, die MP Golf, also die neue MP, Mündung ist drauf, Laser. Mündung kann man, ja, kann man lassen, leichter Schalldämpfer kann man drauf lassen. Laser runterbauen, Visier für mich, für meine persönlichen Verhältnisse, kann man auch runterbauen, braucht man auch nicht. Und Unterlauf kann man dran lassen, Griff kann man dran lassen und dann kann man halt Vollmandelgeschoss oder sowas noch mitnehmen. Ah, Vollstrecker schaltet man mal frei. Aha. Hey, für Ghost oder für jeden, ich will es gar nicht. Nee. Ja, und Season 2 Emblem. Das war's mit dem Season Pass. Ja, was zum aktuellen Season Pass muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, er ist okay, aber er ist halt jetzt nicht wieder atemberaubend. Ich muss ganz ehrlich, das habe ich auch schon mal mit meiner Freundin besprochen. Momentan der beste Season Pass. In meinen Augen, auch wenn ich das Spiel nicht mag, aber der beste Season Pass hat in meinen Augen momentan wirklich Black Ops 4. Die lassen sich von Skins her richtig coole Scheiße einfallen lassen, ne? Zum Beispiel eine Waffe, die ein bisschen aussieht wie so ein Zombie und wenn man mit der Waffe schießt, dass die so Geräusche macht. Gut, das kann man natürlich in so ein Spiel, was realistisch sein will, nicht machen, aber man könnte sich ein bisschen mehr Mühe geben. Also der Battle Pass ist wieder ein bisschen hingeklatscht, der ist zwar da, der ist okay, aber ich denke mal, die wollen alles wieder über den Shop einnehmen, ne? Die wollen jetzt wieder viel über ihren Shop einnehmen, ne? Hier hatten wir Supernova. Aber was kriegt man, ne? Was kriegt man im Shop? Man kriegt hier wieder einen Bauplan. Okay, der Skin sieht schon cool aus, aber der Shop ist jetzt auch nicht so atemberaubend, ne? Man kriegt hier und da mal seine kostenlosen Sachen, ne? Die Gifts. Aber die sind auch nicht cool. Was wir aber noch ganz kurz machen, dann mache ich eine Runde irgendwann einfach mal so. Aber was wir mal ganz kurz machen können, weil das Video schon sehr, sehr lange ist. Wir können ja ganz kurz gucken. Vorgefecht 3 gegen 3 ist wieder drin. Nur Scharfschützen. Ach du Scheiße, ist zum Beispiel nichts für mich. Ich werde es trotzdem definitiv mal aufnehmen. Oh, ist auch jetzt drin. 6 gegen 6 Moshpit und die haben endlich mal Dings rausgenommen. Also was heißt endlich mal rausgenommen? Ich fand's ganz cool. Die haben wir sonst immer. Oh, was ist denn das? Ah, cool. Okay. Ja, für die Leute, die gerne so kleine Turniere zocken wollen oder sonst was, ne? Hier sind halt solche direkt mit den Regeln. Flaggen können neutralisiert werden, Teambeschuss ist aktiviert, erhöhte Einstiegsverzögerung, Teambeschuss ist aktiviert. Finde ich ganz cool, Seitenwechsel bei jeder Runde, Fortschritt beim Legen und Entschärfen von Bomben wird zurückgesetzt. Also für die Leute, die sich auch für Turniere und sowas melden, kann man hier auch ein bisschen üben. Und ich denke mal, Turniermodus wird hoffentlich auch bald wieder reinkommen. Wir können ja hier nochmal gucken beim Filter, Cyberangriff, das ist Stellung, Abschluss bestätigt, infiziert. 10 gegen 10 Moshpit, okay, Hardcore hat sich jetzt auch nichts geändert, aber ich glaube sogar, es sind 2 neue Maps gekommen. Ich bin gerade wirklich am überlegen, ich bin gerade mega verwirrt, was ich auch gehört habe, das will ich jetzt mal ganz kurz gucken, man kann scheinbar auch Akimbo jetzt spielen, halt. Hier. Irgendwie soll man Akimbo spielen können und das will ich mal gucken, ob das wirklich jetzt funktioniert. Das wäre ganz cool. Mann, wie geht das nochmal? Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Hier.
Ja, ich habe natürlich jetzt Akimbo, yo! Man kann jetzt Handfeuerwaffen Akimbo spielen. Finde ich sehr cool gemacht. Also, ja, das ist auf alle Fälle wieder was Schniekes. Ich denke mal, die meisten werden mit Akimbo jetzt rumlaufen. Das ist auch neu, finde ich eigentlich sehr cool. Ihr habt es auch gesehen, das ist aber jetzt schon ein bisschen länger draußen, dass man jetzt auch 10 Ausrüstungsset bauen kann. Ich wollte jetzt mal ganz kurz, hier war es, ne? Genau, lokal ein eigenes Spiel. Und jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken, Hillpine, Rust. Rust ist neu, geil, Rust ist drin, sehr cool. Rust ist drin, Chipment, kennen wir ja schon. Speedball, okay, das ist die 2 gegen 2, Vakan kennen wir, haben wir ja auch schon gesehen. Nur Rust jetzt? Oder? Die ist auch neu. Die sagt mir jetzt gerade gar nichts. Von welchem Modern Warfare ist denn die? Atlas Superstore. Die sagt mir jetzt gerade gar nichts, aber die scheint auch neu zu sein. Also zwei, bis jetzt glaube ich, 2 neue Maps. Ja, 2 neue Maps. Und ja, das war so ein bisschen mit der Vorstellung. Wie gesagt, jetzt noch eine Runde ranzuhängen, es guckt sich doch kein Schwein an. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, dass ich euch noch ein bisschen jetzt so gezeigt habe, was jetzt neu ist. Und neue, 2 neue Maps. Bald kommt auch der Battle Royale, der soll ja angeblich schon ein bisschen geleakt sein. Da bin ich auch noch gespannt, da werden wir definitiv auch nochmal reingucken. Ja, und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns definitiv in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss!